Hallo an alle da draußen. Und draußen hat jetzt wieder eine ganz andere Bedeutung bei Sonnenschein und gutem Wetter. Ich bin der Steffen, ich habe ein paar Übungen für den Oberkörper für euch dabei. Die kann man an so einer schönen Bank machen. Wenn ihr keine Bank habt, dann nehmt ihr einfach so einen schönen Stein, wie wir hier haben. Und ich mache jeweils 10 Wiederholungen und einen Satz mit euch komplett durch. Wer natürlich den Drang verspürt, mehr zu machen, kann es jederzeit machen. Davor noch ein kleines Warm-up. Wir fangen wie die Veronika auch mit dem Schulterkreisen erstmal an. Wir kreisen die Schulter nach hinten. Wir können auch größer werden mit den Schultern. Wir nehmen einmal einen Arm nach oben, fangen an mit dem rechten Arm nach hinten zu kreisen. Und dann mit dem linken Arm nach hinten zu kreisen. Dann nehmen wir beide Arme nach oben, nehmen einen nach vorne, den anderen nach vorne. Und dann versuchen wir es auch noch gegengleich. Herrlich. Habe ich ewig gebraucht, bis ich das drauf hatte. Und dann auch noch im Wechsel auf die andere Seite. Sehr gut gemacht. Gut, was machen wir als nächstes? Wir machen eine kleine Vorübung. Wir gehen nach unten. Flup. Wie beim Deadliften. Und als letzte Aufwärmübung gehen wir in die Hocke. Strecken einen Arm nach oben, den anderen Arm nach oben und gehen wieder nach oben. Und kommt hohes Tempo. Arme up and down. Und vom Gefühl her bin ich jetzt schon komplett warm. Ich gehe zur Bank, stütze mich ab mit einem Knie, mit einem Arm. Am Rücken ist gerade und fange auch nochmal an, mit dem Arm nach hinten zu kreisen. Gute Mobilisationsübung. Natürlich machen wir das auch beidseitig, dass wir nicht nur in eine Richtung gehen und drehen uns einmal rum und wieder genau das Gleiche. Ich bin warm. Ich hoffe, euch geht es genauso. Die nächsten Übungen oder die einfachste Übung, die es jetzt gleich mal gibt, sind die Push-Ups. Kennt, glaube ich, jeder. Man kann sie auf dem Boden machen, kann sie auf der Bank machen. Ich stütze mich hier auf der Bank ab und wir machen 10 Push-Ups. 4. Hälfte haben wir. 5. Gut. Als Variante, wenn es zu leicht sein sollte, der nimmt einfach die Füße auf den Stein und die Hände sind am Boden unten. Die zweite Übung für unseren Trizeps, dort auch wieder auf die Bank. Hände werden an der Seite abgestellt, der Rumpf ist gerade und wir drücken 10-mal. Gut, da fangen die Arme schon an zu brennen. Danke, Doro, noch für die Übung. Ich hätte mir ja andere ausgesucht. Als nächstes auch noch die Übung, die kannte ich gar nicht. Das sind Bizeps-Push-Ups. Dazu setzen wir die Hände falsch rum auf. Ich glaube, das ist richtig. Und dann pushe ich auch wieder 10-mal. Ja, viel Spaß dabei. Kommt. Und das waren auch schon wieder 10. Gott sei Dank habe ich heute das große T-Shirt an. Das kleine wird fast die Arme sprengen. Ja, und als letztes gibt es noch die anstrengendste Übung. Das sind die Pike Push-Ups. Pike Push-Ups auch wieder in 2 Varianten. Ich zeige euch erstmal die krasse Variante. Indem die Beine oben sind. Ich stelle die Beine hier ab und drücke aus den Schultern raus. Das waren die ersten 5. Wer 10 hinkriegt, ist natürlich auch stark. Die leichtere Variante, wir stützen uns auf der Bank ab und drücken wieder. Gut, das waren die ersten Oberkörperübungen. Wir haben natürlich noch einiges für euch im Petto. Bleibt weiter so fleißig und bis bald, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen.